Wir sprechen mal noch kurz über eine überraschende Neuigkeit, Marco. Man hat nämlich gestern bekannt gegeben, dass Franz Tost AlphaTauri zum Saisonende verlassen wird. Der auch gesagt hat, eben, es sei jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, so seine Wortwahl bei Sky. Und war jetzt ja auch 18 Jahre lang in der Formel 1, war ja auch eine ungewisse Zukunft, auch was AlphaTauri betrifft. Auch nach dem Tod eben von Dietrich Mateschitz war ja lange nicht klar, wie ist es um AlphaTauri bestellt. Es gab Gerüchte, dass es verkauft werden könnte, unter anderem. Das hat man ja dann auch dementiert. Jetzt verlässt er gewissermaßen AlphaTauri, soll als Berater noch erhalten bleiben. Kam das für dich überraschend? Ja gut, man hat nicht drüber nachgedacht, aber wenn du jetzt mal schaust, er ist 67, dann ist das natürlich auch, du hast gesagt, 18 Jahre Formel 1, ein Punkt, wo du sagst, naja, was habe ich noch vom Leben? Also irgendwann willst du dein Leben ja auch mal genießen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass selbst ein Max Verstappen in seinem jungen Alter schon sagt, es kann zu viel sein. Und das ist ja irgendwann verständlich, wenn jemand sagt, gerade in dem Alter, genug ist genug, ich möchte mal ein bisschen Familie noch genießen oder ich habe noch irgendwelche Dinge. Ich meine, die reisen genug, aber die sehen ja quasi nichts von der Welt. Du kommst aus dem Flieger, du gehst zur Rennstrecke. Ich habe auch schon so viele Punkte besucht auf der Welt, wo man sagen würde, okay, wo du schon überall warst, aber ich habe es gar nicht gesehen, weil ich bin aus dem Flieger raus, wie die Jungs auch, und bin zur Rennstrecke gegangen und als das ganze Thema abgehakt war, dann bist du wieder zurück zum Airport und bist wieder nach Hause geflogen. Aber von der Umgebung letztendlich hast du da nicht viel mitbekommen. Ja, ich könnte da auf der Landkarte oder auf der Weltkarte schon viele Punkte setzen, aber ich habe es eigentlich auch nie richtig gesehen. Und vielleicht möchte man auch jemand mal reisen und von der Welt was sehen, anstatt immer nur die Rennstrecken. Also, ja klar, kam irgendwo ein bisschen überraschend. Man hat vorher nicht so darüber nachgedacht oder darüber gesprochen. Es kam jetzt nicht irgendwie so mit den Punkten. Und nach so vielen Jahren, ich kann es verstehen, dass er dann sagt, jetzt ist irgendwann mal genug. Genau, und das hat man ja am Mittwoch mitgeteilt, nicht gestern am Donnerstag, sondern eben am Mittwoch gab es diese Pressemitteilung. Was aber umso überraschender war, war die Personalie Laurent Mekies. Und müssen wir nur ein paar Wochen zurückgehen. Da gab es ja zum einen eben die Info, dass David Sanchez von Ferrari quasi gehen wird, hingeschmissen hat. Und da gab es auch Gerüchte um einen Abschied von Laurent Mekies, eben durch das Aus von Mattia Binotto, die ja beide, also auch er hatte ja ziemlich viel Macht innerhalb der Scuderia Ferrari. Und dadurch, dass ja dann Mattia Binotto gewissermaßen entlassen wurde und dann mit Frédéric Vasseur ein neuer kam, der wesentlich mehr Macht hatte, soll es auch von der Stimmung nicht mehr so die allerbeste gewesen sein. Und da gab es ja schon die Gerüchte, dass Mekies Ferrari auch verlassen könnte. Das hatte man vor ein paar Wochen noch strikt dementiert, so wie man auch im letzten Jahr dementiert hatte, dass Binotto gehen wird. Das hat man ja auch erstmal verneint und dann kam es doch anders. Und jetzt hat man ihn heute auch noch im Qualifying, noch am Kommandostand erlebt. Jetzt wird er ja im nächsten Jahr dann neuer Teamchef werden von AlphaTauri. Peter Bayer im Übrigen, der zuvor bei der FIA gearbeitet hatte, das sehen wir ihn auch, er wird Geschäftsführer von AlphaTauri. Das heißt, man splittet quasi diesen Part, den es zuvor eben in einer Person gab. Wie überraschend kam für dich, Marco, die Personalie mit Laurent Mekies als neuer AlphaTauri-Teamchef? Ja, das schon eher jetzt überraschend, würde ich mal sagen. Wo man das ja auch nachvollziehen kann, wie du es ja gerade so aufgezählt hast. Er hat vielleicht auch gedacht, jetzt kommt der große Sprung für ihn bei Ferrari. Aber so gesehen ist das jetzt nicht passiert. Man hat ihm auf gut Deutsch wieder jemanden vor die Nase gesetzt und jetzt ist es halt für ihn ein Karrieresprung. Ja, muss man ja sagen, wieder zurückzugehen. Er war ja schon mal in dem Team und hat ja auch damals mit Sebastian Vettel seine Erfolge gehabt. Also man geht ja vielleicht dann auch wieder gerne zu einem Team zurück, wo man mal seine Anfänge hatte oder eine gute Zeit hatte. Und das passt für ihn wahrscheinlich alles mit der Personalie und natürlich auch mit guten Erinnerungen zurückdenkend da, dass die ersten Erfolge für ihn wahrscheinlich da waren. Frédéric Vasseur hat sich da, ist auch bei Sky UK angesprochen worden im Interview. Er hat sich da jetzt nicht gerade mit, sagen wir mal, sehr reserviert dazu geäußert. Er hat zwar auch gesagt, dass man ihm da auch keine Steine in den Weg legen möchte, aber auch auf die Frage, ob er jetzt dieses Jahr noch bei Ferrari wiederum noch weiter arbeiten werde, hat man sich da sehr zurückgehalten gezeigt.
Kommt man jetzt nicht auch da ein bisschen in die Schwierigkeit oder ist es nicht vielmehr jetzt auch für Ferrari Pflicht, ihn quasi so schnell wie möglich abzusetzen, dass er nicht die ganzen, nennen wir es mal, Geheimnisse und Informationen möglichst dann zu AlphaTauri mitnimmt? Weil normalerweise hast du ja eigentlich erstmal 12 Monate eine Sperre. Ja, wollte ich sagen. Das wird eigentlich nur interessant, weil theoretisch müsste er ja jetzt eigentlich aufhören. Ich meine, es ist ja wohl so, dass er gekündigt hat und dann steht im Vertrag, dass er eigentlich 12 Monate Auszeit nehmen muss, bevor er bei einem anderen Team wieder arbeiten kann. Also das wird dann eigentlich spannend. Wann sehen wir ihn da bei AlphaTauri? Jetzt sagtest du gerade, man legt ihm vom Ferrari aus dann keine Steine in den Weg. Sieht man das vielleicht ein bisschen lockerer, dass er da trotzdem arbeiten kann? Und dann, wie du es gerade angedeutet hast, wie lange wird man ihn dann noch bei Ferrari sehen? Im Moment, denke ich mal, braucht man ihn auch noch. Und es wird vielleicht in die Thematik gehen, dass er vielleicht nicht mehr alles so mitbekommen wird, dass man einiges von ihm fernhält. Was natürlich in der Position nicht so einfach ist, aber was die Zukunft oder die zukünftige Entwicklung betrifft. Dass er da nicht. Ja, vor allem als Sportdirektor, ne? Als sportlicher Direktor ist es ja schwierig, dass du. Genau, eben. Da kannst du jetzt nicht gerade deinen Mann irgendwie vor mit Informationen irgendwie zurückhalten. Das ist dann auch sehr spannend, wie man das lösen wird. Vasseur sprach nur davon, dass man sich zusammensetzen werde und dass man da dann irgendwelche Wege irgendwie finden möchte. Aber so im Konkreten ist es auch noch nicht klar. Das Einzige, was klar zu sein scheint, ist, dass die Aufgabe, die Mackies bei Ferrari noch hat, dass das dann unter mehreren Personen dann verteilt werden soll. Und er ja auch davon sprach, dass das auch gleichzeitig wiederum Gelegenheit gibt, auch die Struktur, die Teamstruktur ein bisschen neu aufzubauen, ist vielleicht auch das, was Ferrari eventuell bräuchte, oder? Ja, weiß nicht, im Moment ist man ja auf einem guten Wege, deswegen ja, kann das natürlich alles jetzt wieder eher ein bisschen einen Schritt nach hinten gehen. Wir haben das gerade bei Mercedes besprochen und wenn jetzt sich da zu viel wieder geändert hat dann oder ändern wird, dann wird das natürlich vielleicht wieder ein Punkt sein, wo man vielleicht wieder ein bisschen an Performance verliert, wo es wieder ein bisschen stockt, wo wieder ja, neue Strukturen, neues Denken reinkommt, was vielleicht nicht so positiv ist. Das wird sich dann erstmal zeigen. Ist natürlich, wenn man die Basis jetzt nimmt, wo man jetzt am Wochenende steht und kann darauf aufbauen und kann sich noch verbessern, okay, dann ist das positiv. Aber wie gesagt, neue Besen kehren gut oder sie kehren anders und wenn es dann mal in die falsche Richtung geht, ja, dann ist es nicht unbedingt das, was man sich davon eigentlich erhofft. Und das ist ja jetzt eigentlich eher was Ferrari in die Situation zwingt, weil er hat gekündigt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.